Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Das Jahr 2019 neigt sich langsam dem Ende und dann ist es immer Zeit, mal ein bisschen Rückschau zu halten und zu überlegen, was ist 2020. Und genau das habe ich mit dem Video vor. Das war ja ein fulminantes Jahr für mich auf YouTube. Vor einem Jahr, am 30.12.2018, habe ich meinen 150. Abonnenten. Jetzt habe ich nicht ganz das 100-fache geschafft, aber immerhin, ich glaube, wir haben bei irgendwo über 14.000 Euro. Also dafür sage ich herzlichen Dank. Ist echt Wahnsinn, hätte ich nie für Möglichkeiten. Also echt krass. Und darum gibt es heute mal so ein kleines Special, wo ich einfach mal so ein bisschen einen Rückblick mache, was hat sich geändert, was wird sich ändern, was passiert 2020, also ein Kanal-Update, was kommt so auf euch zu, ist die Neuerungen, die es jetzt in der letzten Zeit gegeben hat, wie das Thema Werbung wäre mich durchgehe. Instagram, Facebook bin ich ja zu finden mittlerweile. Ich habe einen eigenen Amazon-Shop und. Und darüber werde ich mal ein bisschen was berichten. Und auch werde ich mal auf Kommentare eingehen, die ich so von euch gekriegt habe. Die positiven wie die negativen. Genau. Wenn ihr einfach wissen wollt, was bei mir los war, was bei mir 2020 los war, auf was ihr euch freuen könnt, und das ist eine ganze Menge, bleibt einfach dran. Also wie gesagt, ich mache das Video mal von meinem Barhocker aus. Ja, ich habe ein paar im Büro. Das ist auch sehr gemütlich. Da mache ich auch manches Verkaufsgespräch, weil es einfach bequem ist. Vielleicht am Anfang ein paar Fakten. Ich habe ja gesagt, am 30.12.2018 hatte ich 150 Abonnenten und 424 Stunden Watchtime in 4 Wochen. Zum 18.10., also zum 18. Oktober, habe ich dann meinen 10.000. Abonnenten begrüßen dürfen. Ich weiß nicht, wer es war leider, habe ich nicht gesehen. Der war nicht öffentlich, schade drum. Und ich hatte über 2 Millionen Watchtime, also Wahnsinn. Kurz darauf habe ich dann so meinen Zenit gehabt, da habe ich dann mal in einem Monat fast 330.000 Klicks gehabt. Also das war echt der Hammer. Und mittlerweile bin ich bei über 14.300 Abonnenten und da sage ich echt, es ist unglaublich, was ihr da macht. Also freut mich ganz narrisch. So, was hat sich denn bei mir geändert in 2019? Na, das ging schon mal los. Am Anfang hatte ich noch diese kleine Kompaktkamera, hat aber den Vorteil, die ist einfach wasserdicht und darum habe ich die auch noch gern mit dabei, falls es mal regnet. Mittlerweile habe ich Outdoor Chiemgau 2.0 in Full HD, bin also noch schärfer. Dank eurer Spenden habe ich mir eben diesen Laptop geleistet bei Amazon. Und hätte ich das jetzt sagen dürfen, ist das jetzt schon Werbung? Nein, ist wurscht. Und von dem her kann ich jetzt in Full HD drehen, was natürlich super ist. Seit neuestem auch, ihr seht es, mit einem separaten Mikrofon. Es funktioniert noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle, aber es wird mit jedem Video besser. Also immer wenn ich es teste, super, drehe ein Video, denke ich mir, oh, Scheißdreck. Naja. Mittlerweile habe ich auch Kontakt zu vielen anderen YouTuber, deren Kanäle ich mir jahrelang angeschaut habe. Und das finde ich natürlich richtig cool. Ob das jetzt ein Aini Rossmann ist, der mir zum Beispiel ein handsigniertes Buch von ihm geschickt hat, was ich super finde. Plus die Patches, habt ihr ja im letzten Video gesehen. An Outdoor-Buddy, an Bernd Lippach vom Wandern Outdoor und Bushcraft oder Bushcraft Wandern Outdoor. Ich kann mir aber die drei nicht merken. Ich blende seinen Hund rein. Dann Günni, mit dem habe ich auch mal telefoniert, war natürlich sehr lustig aufgrund seines Videos. Die sage ich noch nicht, die kommt nächstes Jahr. Howie zum Beispiel war auch da mit dabei, die habe ich auch immer auf der Messe kennengelernt. Mit wem ich viel Kontakt habe, ist zum Beispiel der Christian von Prepper Fox Austria. Wir schreiben ab und zu per E-Mail und auch so tauschen uns aus. Das ist auch ein super Kanal, kann ich euch nur mal empfehlen. Zum Schauen macht vor allem richtig hochqualitative Videos. Survival Pete, das war glaube ich mitunter der geilste Dreh im letzten Jahr. Ich habe selten so viel gelacht wie mit dem Kerl. Sexy for my shirt, too sexy. Damit hast du nicht gerechnet. Nein, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also wenn jemand sagt, ich bin wahnsinnig, dann muss ich sagen, nee, da bin ich lieber gegen das, was der Pete macht. Hat einen geilen Kanal. Mach gerade ein Großprojekt. Ich bin richtig gespannt, Pete, wann das jetzt endlich rauskommt, weil das wird episch, was er so gesagt hat.
Ich habe natürlich noch viele andere auf der Messe kennengelernt. Ein Enno von Buschkraft Oberland, mit dem möchte ich auch mal rausgehen. Ich möchte also mal nach Tirol runterfahren und bin da schon richtig gespannt drauf. Dann natürlich mit denen ich angefangen habe, ein Paco von Low Budget Outdoor und die Petra von Petragas Outdoors. Das sind beide Kanäle, die mit mir angefangen haben, die auch immer noch mit dabei sind, auch wenn es bei der Petra mit der Pflege von ihrer Mutter schwieriger geworden ist. Und die Petra hat quasi mal ganz von null angefangen und macht super Videos aber zu dem Thema. Und der Paco, das ist für mich immer so der Einstieg ins Wochenende, der macht Freitag 12 Uhr und dann bin ich schon wieder viel relaxter, wenn ich sein Video gesehen habe. Gebe euch die Kanäle natürlich mal unten, kann ich euch noch mal empfehlen. Naja, mit wem ich demnächst rausgehen werde, das ist der Sven Künkele, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und ist der Meister aller Hängematten. Der ist also Produktentwickler bei Amazon aus, da habe ich einmal Hängematte her. Und wenn ihr also Fragen zu Hängematten habt, dann schreibt es uns unten in die Kommentare. Ich werde den Sven dann, wird hoffentlich im Januar schon soweit sein, dementsprechend ausflascheln, dass uns da alle Tipps und Tricks gibt, die es zur Hängematte zu wissen gibt. Ja, da habe ich gleichzeitig hab ich auch noch Markus von Naturbursche Outdoor TV kennengelernt, auch super Kerl, macht auch tolle Videos. Also, wie gesagt, Links sind unten. Es ist aber noch weitergegangen. Meine Videos werden von manchen anderen YouTuber mittlerweile gelobt und haben sogar empfohlen von Herbert Sauruck. Und Herbert Sauruck, wer ihn nicht kennt, das ist der österreichische Blackout-Papst. Der berät also Gemeinden, berät Firmen zu den Themen. Oder eigene Seiten, sauruck.net, kann ich euch wärmstens empfehlen. Da haben immer, was ist so passiert in der letzten Zeit. Da haben Checklisten mit drin, was man alles machen kann. Also wirklich super, kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe auch viele Firmenchefs kennenlernen dürfen. An Andreas von Adimax, an Jan von Wasen, an Stuart von Snackpack. Bin mit denen alle per Du, haben super Kerle, ist toll. Ein extra Gruß geht natürlich an Martin von MB Survival, meinem Lieblings-Online-Shop. Weil der ist einfach ein Mannfirma, ganz klein, aber der macht sich halt richtig Gedanken, was zu dem Thema passt. Und jedes Mal, wenn ich reinschaue, hat er wieder irgendwelche neuen Produkte drin, die also genau zu diesem Thema passen. Also kann ich euch nur empfehlen, habe bis jetzt auch nur positive Sachen gehört. Schöne Grüße an Martin, der war ja mal mit mir draußen, das Video habt ihr ja gesehen. Gut, ich habe mittlerweile Kontakt und Infos zu anderen Organisationen, wie auch ein Martin von Rotkreuz mal hier an dieser Stelle zu grüßen und viele, viele andere. Ja, mittlerweile bin ich sogar Presse auf Messe, krieg so Presseausweis dazu, also ist echt cool, brauchst nichts mehr zahlen dafür, und kriegst sogar noch was zum Essen, also coole Sache. So, es hat ein paar Sachen gegeben dieses Jahr, ich bin zum Beispiel ich habe ein Facebook-Profil Outdoor Chiemgau, leicht zu finden, und ich habe seit kurzem einen Instagram-Kanal, und da möchte ich vielen Dank an meine Tochter sagen, die diesen Instagram-Kanal managt, der schicke dann immer die Fotos und die Texte, wie es ungefähr haben möchte, und sie verwurschtelt es dann für mich. Also vielen Dank da nochmal, freut mich immer recht. Ich habe mittlerweile auch, ich hatte früher so ganz lange Listen unter meine Videos, deswegen habe ich jetzt einen Amazon-Shop gemacht, wo das alles kompakt drin ist und dort haben also nur Produkte drin, die ich für gut befinde oder die ich die meisten davor wie sogar selber. Oder habe die, weiß, dass die ein Spätzle hat, der wo sehr zufrieden damit ist. Genau, dann kommt immer die Frage, warum mache ich Werbung? Das ist eigentlich relativ einfach und da stelle ich mir eine Gegenfrage, warum gibt es McDonald's? Und ich weiß, dass 90% jetzt von euch die Antwort gegeben haben, weil die Burger machen. Und das, meine Freunde, ist leider vollkommen falsch. McDonald's gibt es aus einem einzigen Grund, die wollen Kohle verdienen. Und wie machen die das? Genau, indem die Burger verkaufen. Nicht mehr. Genauso ist es Pro7. Das ist eigentlich ein Werbesender, aber da die Werbung an sich keiner anschauen würde, machen die halt viele Serien und Filme dazwischen. Damit unser Eins sich das anschaut. Und desto mehr Werbung die machen, desto mehr verdienen sie. Und YouTube ist genau das gleiche wie Pro7, Sat1, wie sie alle heißen. Die leben nur davon, dass die Werbung verkaufen. Und wie machen die das? Indem die Werbung zwischen unsere Videos schauen. Also es sind ja keine professionellen, sondern hausgemachte Videos. Ich schaue aber mittlerweile lieber YouTube-Kanäle an, als wie Fernsehen. Das ist mir mittlerweile lieber. Genau, und die beteiligen uns halt an die Werbeeinnahmen. Ganz einfache Geschichte. Und da es bei mir mittlerweile 20 bis 25 Stunden die Woche dieses Hobby einnimmt, könnte ich das gar nicht mehr in der Masse machen, wie ich das jetzt mache, wenn ich nicht zumindest die Kosten für die Zeit gedeckt habe. Genau, ich möchte bei dieser Gelegenheit mich einmal ganz massiv bei allen bedanken, die mich unterstützt haben, entweder durch das, dass sie bei Amazon eingekauft haben zum Beispiel,
oder dass sie mir direkt bei PayPal was überwiesen haben. Und das ehrt mich natürlich immer ganz brutal. Und ich gebe euch da links, rechts irgendwo mal so die Liste von den Leuten. Und da haben mal 2 Euro mit dabei, das freut mich. Und einer war ganz brutal, Philipp B., der hat mir 73 Euro überwiesen. Also das ist schon leid, das ist eigentlich fast zu viel, muss ich sagen. Aber es ehrt mich natürlich sehr. Und allein mit dem, was da so zusammengekommen ist, habe ich mir zum Beispiel dieses Jahr die Kamera gekauft. Also ihr unterstützt damit natürlich meine Arbeit hier auf diesem Kanal. Was kommen wird, sind Kanalmitgliedschaften, da bin ich seit gestern freigeschalten dafür. Da ich aber noch nicht genau weiß, wie das alles abläuft, aber damit könnt ihr mich dann in Zukunft auch unterstützen, habt dadurch noch ein paar Vorteile, aber dazu kommt ein eigenes Video. So, Kommentare. Wichtig für mich, für meine Arbeit, das sind eine Kommentare. Und zwar gehen mir den einfach, das ist mitunter der Grund, warum ich das mache, weil die allermeisten Kommentare von euch sind sehr positiv. Manche bedanken sich bei mir. Viele geben Tipps, was ich auch super finde. Da habe ich schon sehr viel gelernt dabei. Also vielen Dank für die ganzen Tipps, die ihr hier gebt, weil davon profitieren wir natürlich alle. Und das ist natürlich super. Natürlich gibt es auch die Kommentare, wo ich sage, also gerade wenn einer anfängt mit Beleidigung, weil er alles besser weiß. Die Erfahrung hat mir eins gezeigt, wenn jemand mit Beleidigungen anfängt, dann weiß eben nicht alles besser, sondern er tut halt nur so. Naja. Und meistens, wenn ich dann eine Antwort gebe mit gleicher Münze, dann kommt da nichts mehr. Manche eine gibt es, da gibt es richtig coole Diskussionen dadurch, da lerne ich ja viel, weil ich einfach weiß, wie denken andere Leute über manche Themen. Und auch darüber haben dann schon Videos entstanden, genauso wie es eine Kommentare aus den Tipps schon Videos entstanden haben. Also da vielen Dank dafür und macht so weiter. Und der Kommentar, zumindest Dezember 2019, die vorherigen weiß ich nicht mehr, der ist vom Eddie Wallner, den will ich euch nicht vorenthalten. Ich habe das Video gemacht zum Tagesspiegel, wo eben ein Journalist eben gesagt hat, er hat viel lieber intensive ausländische Gewalttäter als wie unsere Alten. Wo ich sage, da kommt mir persönlich die Galle hoch, aber okay. Jetzt wissen wir wenigstens, woher der Wind weht. Hatte immer mal den wieder Verdacht, dass du ein rechter Verschwörungstheoretiker bist. Weil ich sage, das kann nicht sein, was der da schreibt. Also gehe ich jetzt eher von einem Linksextremisten aus, der was so schreibt. Der schreibt da noch mehr. Aber so der Schlusssatz, du bist nichts anderes als eine bezahlte AfD-Nutte. Und da muss ich immer lachen. Das heißt, wenn ich quasi einfach Fakten erzähle, weil das mit dem AfD-Lobbyisten oder wie auch immer, höre ich ja öfters. Und ich sage halt einfach Fakten, die Fakten sind. Und ich kann halt eins und eins zusammenzählen. Und wenn ich deswegen ein AfD-Lobbyist bin, weil ich die Wahrheit erzähle, da macht man das Sorgen über die ganzen anderen Parteien, dann erzählen die ja scheinbar nicht die Wahrheit. Oder wie muss ich das verstehen? Also, naja, ist mal eine interessante Geschichte. Gut, es gibt aber auch, wenn euer Kommentar mal nicht gleich erscheint, wundert es euch nicht. Bei mir landen ganz viele im Spamfilter und über 90% von denen habe ich keine Ahnung, warum die im Spamfilter haben. Ich muss die dann immer mit der Hand wieder freigeben und das mache in der Regel einmal am Tag. Ich habe natürlich auch ganz viel Neues ausprobiert in 2019, weil ich bin ja nur ein relativ junger Kanal und ich weiß ja auch nicht, was kommt bei euch gut an, was kommt nicht so gut an. Zum Beispiel die Mitdiskutiervideos sind immer angekommen. Da suche ich mir halt so ein paar kontroverse Themen raus, die aber uns alle einfach alle angehen und wo jeder dann seine Meinung dazu schreiben kann. Also das ist hochinteressant. Mitmachvideos, die Blackout Challenge zum Beispiel, da haben ganz viele mitgemacht. Da wird es auch demnächst ein Video geben, das bin ich eigentlich noch schuldig, zu den ganzen Kommentaren, was die einzelnen Leute gesagt haben, weil das ist hochinteressant auch. Da habe ich auch viel gelernt dabei wieder, da gab es sogar einer, der ein ganzes Video drüber gemacht hat, aber das kommt demnächst. Gut, ja, ich habe natürlich Agier-Reviews gemacht und das Beste war das mit dem Aggregat, mit dem Caterpillar. Das war dann ungefähr 5 Stunden nach meinem Video komplett ausverkauft in ganz Deutschland. Okay, also funktioniert scheinbar. Euch interessiert dieses Thema, da werde ich auch weitermachen. Es rufen mich ja mittlerweile Zuschauer an, die meine Videos sehen und die dann bei mir eine Baufinanzierung machen. Auch sowas freut mich, weil dann passen nämlich die zwei Firmen sehr gut zusammen. Und deswegen kann ich auch wieder mehr YouTube machen. Also ist auch eine coole Sache. Ein Highlight für mich war natürlich der YouTube-Battle mit dem Günni. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war mal ein Highlight. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Neben dem, dass ich mit dem Survival Pete draußen war, das war auch definitiv. Das waren mit meinen zwei Highlights für dieses Jahr.
So, jetzt habe ich viel über die Vergangenheit erzählt, aber was kommt denn in 2020 von mir? Was habe ich denn so geplant? Also es soll weiterhin jeden Freitag um 13 Uhr das Hauptvideo geben und wenn ich es zeitlich noch irgendwie schaffe und auch ein Thema habe, dann am Dienstag ein Zwischenvideo. Und bei diesen Zwischenvideos mache ich auch mal ganz andere Themen, habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Es wird natürlich weitergehen, es wird Videos zum Thema Blackout geben. Ich habe ja gerade ein neues Großprojekt gestartet, Bundestag, was weißt du, eben vom TAB, vom Büro für Technikfolgeabschätzung, die Studie aus dem Jahr 2010, wo einfach mal durchleuchtet wird, was würde tatsächlich beim Blackout passieren. Hochinteressant, wird mehrere Teile geben, weil das einfach 260 Seiten umfasst, das Ganze. Ich will ein Video mit Herbert Sauruck machen, mit dem österreichischen Blackout-Papst. Katastrophenvorsorge, auch zu anderen Themen, Pandemien, Epidemien. Und bei Epidemien denkt jeder gleich an Ebola oder sowas, aber wir haben auch Grippewellen. Und wenn man sich da verschützt, Tipps und Tricks, auch sowas wird es geben. Dann weitere Tipps und Tricks wie jetzt, wie zum Beispiel, wie halte ich ohne Strom die Wohnung warm? E-Autos, ist das sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Energiewende, 2026 keine Ölheizungen mehr, dann nur noch Heizungen, die mit Strom laufen. Also in irgendeiner Art und Weise. Auch eine Wärmepumpe braucht extrem viel Strom, mehr wie ein E-Auto. Tja. Photovoltaikanlagen zur Notstromversorgung des Hauses. Wie mache ich das? Blackout durch YouTube und Bitcoin. Ist das möglich? Lasst euch überraschen. Also es kommt viel. Wie mache ich eine Hausstromversorgung mittels einem größeren Aggregat? Das wollte ich eigentlich schon im Dezember machen, aber Ademax hat gesagt, nein, sie wollen sich die Blöße nicht nur mehr geben. Sie geben mir erst das, oder soll das Video erst rauskommen, wenn dementsprechend genug im Lager sind von diesen Geräten, damit nicht nur mehr sowas passiert. Finde ich gut. Gut. Gear Reviews. Was ist sinnvoll, was nicht? So wie ich es bis jetzt auch gemacht habe, die mir einfach gefällt, die stelle ich vor, weil das ist für den einen oder anderen auch interessant. Ja, auch so Themen wie packe ich meinen Rucksack mal richtig, weil damit hole ich quasi einige Kilogramm Gewicht raus, wenn ich den richtig packe. Also was gehört nach hinten, was nach vorne und. Ja, Outdoor-Video mit einer großen YouTuberin ist geplant. Das ist leider letzte Woche verschoben, weil sie arbeiten hat müssen und ich war krank. Also von dem her hat es eh gepasst. Und eben nur mit einigen anderen YouTuber, habe ich schon gesagt, mache ich was raus. Wenn ihr noch Ideen habt für Videos, her damit, per E-Mail ab oder in die Kommentare, ganz egal, haben immer meistens die besten Ideen. Daraus habe ich schon richtig gute Videos gemacht. Also zum Schluss möchte ich mich einfach noch mal ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die vielen Abos, für die vielen Kommentare, für die Daumen nach oben und auch für die Daumen nach unten, weil auch die werden von YouTube super bewertet. Also her damit, besser als gar nichts zu tun. Genauso für die PayPal-Spenden, das habe ich eh schon gesagt, weil ohne das wäre dieser Kanal in der Form definitiv nicht möglich. Genau, also ich wünsche euch einen geilen Rutsch und ein richtig geiles 2020, dass ihr das, was ihr euch vornehmt, auch schafft und viel Glück dabei. Genau, also wir sehen uns nächstes Jahr wieder in alter Frische. Bis zum nächsten Video, euer Stefan von Outdoor Kimmler. Pfiat euch.